Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dusk in Elysian Tale. Und wir sind zum Kletterhansel geworden und können jetzt endlich diese Ranken hochklettern. Was uns auch endlich die Möglichkeit gibt, auf der Wiese alles zu erforschen, was es noch zu erforschen gibt. Aber erst einmal machen wir die Sorgenwiese fertig. Also mit der Wiese meinte ich jetzt gerade die Lichtung, so heißt der Ort hier. Oh, oh, wow. Hier ist aber viel ungeziefer. Spielen wir mal Kammerjäger. Bah, nicht runterfallen. Runterfallen ist nicht gut. So, das ist besser. Schön den Kokon zerstören. Und sie auseinandernehmen. So. Was zur Hölle? Hier wohnte einer, hm? Neue Notiz. Die Rose. Immer wenn ich es schaffe, den Friedhof auf der Sorgenwiese zu besuchen, knie ich an ihrem rosenübersäten Grab nieder. Eines Tages wird meine Hingabe erkannt werden. Okay, Fanatiker. Und das war auch der letzte Gegenstand hier auf der Sorgen. Oh, du wieder. Hm? Au. Wow, du bist gar nicht mal so ohne. Kumpel, so. Aber jetzt bist du tot. Werfen wir mal kurz zwei Wandhähnchen ein, sicher ist sicher. Ach, du bist ja putzig, so ein einzelner Zombie. So. Wieder eine tödliche Leckerei, um Fidget zu heilen, falls sie stumm wird. Die ist wahrscheinlich wirklich die einzige, die das essen kann. Beziehungsweise Nimbets sind wahrscheinlich die einzigen, die sowas essen können. Oh, und ich merke gerade, das Gold fängt an zu despawnen. Wow. So, hier hoch. Langsam habe ich das ja raus, wie das geht. Oh, und ich habe sogar was Neues zu essen gekriegt. So. Läden sind aufgefüllt, das heißt, jetzt könnte ich mir theoretisch da so Geisteressenzen kaufen. Ob ich das allerdings brauche. Wow, du mal wieder. Ich muss nicht lasern. Weil anders treffe ich dich ja nicht. Du gehst ja immer weg, wenn ich. Wow, den explodieren soll, will ich allerdings nicht in meiner Nähe haben. Er hat mich trotzdem erwischt. Wow. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, erst einmal. Mehr Lebenspunkte wären nicht schlecht. Hä? Was ist jetzt los? Ja, ich möchte die Steine später zuweisen. Ich möchte erstmal mir was zu essen einwerfen, dass ich nicht gleich krepiere. Wow, und ich explodiere. Ich sag's ja, die haben es in sich. So, jetzt aber Lebenspunkte höher. Pestölbauplan mal wieder. Also vor den explodierenden Zombies muss man sich echt in Acht nehmen. So, jetzt wollte ich gerade mal gucken. Ich habe einen Haufen tödliche Leckereien. Keine
Kann ich noch irgendwas zu mir nehmen? Naja, zwei Wandhühnchen. So, sie sollten reichen. Und der eine Ring, dafür baue ich immer noch so eine Seele. Und für das Pestöl brauche ich immer noch diesen Schleim. Oh, da bist du ja schon. So. Treffen die sogar die Geschosse besser? Oder treffen die ihn gar nicht? Doch, ich habe das Gefühl, sie treffen ihn, aber nicht so gut wie der Blitz. So, hier ein bisschen. Weg, weg, weg. So. Ja, und weg mit dir. Schön explodieren. So, wir haben die zweite Seele, also können wir den Ring hier herstellen. Preis 50. Na, das ist nicht viel. Plus 4 Regeneration, 10 Verteidigung, bessere Widgets verbessern. So, dann gucken wir mal. 1,5 Objekt Drop, 3 Objekt Drop. Und mehr Glück, also wirst du ausgetauscht. Und dann geht's weiter hier. Ah, noch einer von euch. Wow. Wow, ich habe schon wieder angefangen rot zu glühen. So. Ein paar weg von euch und blitzen. Wow. Nicht in die nächste Wurst, Digga. So, weg mit dir, bevor du mich wieder in die Luft jagst. Und noch ein neuer Ring? Ach, wahrscheinlich einen, den wir schon hatten. Golddrop EP-Bonus. Bis wir den kriegen, würde es noch eine ganze Weile dauern. Golddrop, Glück, nö, brauchen wir alles nicht. Hier sind wieder ein paar Gräber. Wie weit haben wir es denn noch? Oh, noch ein gutes Stück. Also ja, die Sorgen gibt es wirklich wieder was Größeres. So. Schalten wir mal wieder auf Flammensäule um. Die macht mir nämlich etwas mehr Schaden vom Gefühl her. Auch wenn sie die Gegner immer in die Luft schleudert. So. Wieder Sushi rollen. Da hoch wollte ich noch nicht. So, noch den Zombie hier ausschalten und dann können wir da hoch. Wir haben einen Haufen Gold. Also könnten wir uns theoretisch auch Material hier... Ach nee, da geht's nur runter. Hm, hallo. Hast du was Interessantes für uns? Plus 2 Regeneration, mein Müll, guck mal. Okay, das ist der Anhänger des Irren. Nö. Bleiben wir bei dem, den wir derzeit haben. Der macht nur mehr Verteidigung. Nee. Your transaction. Neue Materialien haben wir ja nicht. Hier geht's nicht hoch. Da müssen wir runter. So. Jetzt hauen wir uns mal ein bisschen durch. Das Café. Hm, noch eine neue Notiz. Kehre ins Nebelhorn Café zurück, wenn es nicht zu viele Umstände macht.
Es könnte ein unangenehmes Wiedersehen geben und wenn es dir zu viele Umstände macht, geh trotzdem ins Nebelhorn-Café. In was für einer Welt sind wir da, bitte schön, dass man hier sogar schon Cafés hat. Okay, explodierende Zombies. Ja. So, weg mit dir. Und noch eine Truhe. Hot Dogs und ein Bauplan. Was für ein Bauplan war das denn? Eine schreckliche Weste. Hey, die ist besser als die, die wir im Augenblick tragen. Und zwar 50% besser. Dafür brauchen wir nur Zombie-Gammelfleisch. Ja, ob es unbedingt angenehm ist, sowas zu tragen. Weiß ich nicht, ob es angenehm ist, eine Weste aus Zombie-Gammelfleisch zu tragen. So, wie kommen wir da rüber? Na, so nicht. Doch, so ungefähr müsste das klappen. Naja, das war nichts. Wahrscheinlich kommen wir da von der anderen Seite hin. Ich denke mal, Karte. Wir müssen da hoch, da rüber und können dann so runter. Hoffe ich jedenfalls mal. Und so kommen wir dann auch auf den Schlüssel ran. So. Wieder ein bisschen Combo-Action mal reinmachen, dass wir nicht immer nur Fidgets Geschosse benutzen. Das wäre dann sonst ja zu langweilig. Okay, Save Point. Und hier müsste schon der Eingang in die nächste Villa sein. Ah. Okay. Und eine versteckte Truhe. Truhen öffne ich immer gerne. Satan-Bauplan. Krass. Ich glaube, das Pestöl vergessen wir. Wir bauen gleich das uns hier. Dazu brauchen wir bloß Spritzkäferauge. Und noch ein paar solche verirrten Seelen. Aber die kriegen wir ja leicht durch die Nekromanten. Dorimo-Anwesen. Notiz des Dieners 2. Heute Morgen klang schrecklicher Lärm von Anwesen unseres Nachbarns herüber. Als ich oben aus dem Fenster schaute, um zu gucken, was los war, sah ich drüben genau denselben Offizier. Seine Soldaten zerrten unsere Nachbarn weg und schrien dabei etwas von Mondblüter-Sympathisanten. Okay, die Geschichte kennen wir ja. Als ich Meister Kane davon erzählte, bot er mir den Lohn für eine ganze Woche an, wie ich nie wieder davon sprechen würde. Okay, gehört dieser Meister Kane etwa zu diesem Haufen dazu? Wissen wir nicht. Aber ich kann mir mal vorstellen, dass wir hier wieder von dem Geist gehetzt werden. Also denke ich mal, mache ich hier etwas verfrüht einen Cut und dann machen wir die Verfolgungsjagd in der nächsten Folge. Also bis gleich.